So, da sind wir wieder mit. Ja, also wir sind wieder da, so kann man das ruhig sagen. Aber mit der ersten Folge vom neuen Projekt, das ist sonst schweiß ich jetzt schon so weg. Wir haben es jetzt getauft. Zock oder Flop? Zock oder Flop? Das ist die Frage, die wir heute in der ersten Folge von Zock oder Flop stellen wollen. Ja, sauber. Ja, wie wir so fängt unsere an. Gedanken ergänzen, das ist schon eine Aber. Symbiose. Nee, aber wir haben uns gedacht, im Grunde es wehen so viele Spiele teilweise an uns vorbei und man hält sich ja mit Let's Play mal relativ lange an Projekten auf. Genau. Und jetzt mit dem neuen PC kann man halt im Grunde halt grundsätzlich, würde ich mal sagen, nahezu alles herzeigen. Und ja, deswegen werden wir uns jetzt immer mal einen Einblick verschaffen in neue Games, aber auch in ältere Spiele, Richtig. ne, die man vielleicht durchaus nochmal spielen kann oder halt auch nicht. Und ja, The Stones ist hier gerade schon mitten in der Story. Wir wollen versuchen, das so spoilerfrei wie möglich zu halten. Sprich, wenn Story kommt, skippen wir sie. Richtig, wir wollten eigentlich jetzt primär ein bisschen Gameplay zeigen. Oh ja. Und wir sind jetzt, ja, wie Hoffi schon sagte, relativ weit im Spiel drin, relativ weit, also ein paar Stunden habe ich gespielt. Und das heißt, wir haben schon ein paar von den Key Features haben wir auch schon freigeschaltet. Hast du Batman ausgemacht? Ich hoffe. Ich hoffe doch auch. Weil ich gerade mal sah, dass die Frames so ein bisschen Ja, gelitten nee, haben. das Spiel Aber das Spiel ist halt auch schon ein ist bisschen hungriger. nicht auf Nvidia getrimmt, darüber hatten wir uns ja unterhalten, hat man ja auch überall lesen und hören können und sehen können in Reviews, dass Ati im Grunde die Firma war, die Pre-Release schon Zugang zu dem Spiel hatte und entsprechend auch die Treiber schon anpassen konnte. Ja, aber generell, was jetzt diese Exklusivdeals, wie man sie ja so als Gamer ja im Grunde schon jetzt seit Jahren gewohnt ist, durch die Konsolen und mit Exklusivtiteln und so, ne? Dass das jetzt im Grunde auch auf die Grafikkarten so ein bisschen überschwappt, macht mich ein bisschen fertig, ne? Wenn ihr jetzt hört, ja, ATI hat da Exklusivdeals, um an den Code von Lara zu kommen, ich weiß es nicht, finde ich ein bisschen. Ist bedenklich. Ja, also jetzt Ja, ganz ehrlich, also weil Nvidia wird bald nachlegen, das dauert nicht lang, dann gibt es ein ja. Patch und dann gibt es ein Treiber-Update. Aber das nervt doch einfach nur den Kunden so. Ich weiß nicht, das ist doch einfach nur Generve. Ja, Also Mascha, ich also würde mir es. jetzt keine ATI-Karte deswegen kaufen oder Nee, so, ne? Also, richtig. deswegen verkaufen wir da bestimmt nicht besser. Ganz kurz, also was sie ganz interessant gemacht haben bei dem Spiel, ist, Lara Croft ist ja bekannt für Titten, das zum einen. kurze Shorts Das haben sie auf jeden Fall schon mal angepasst und an die heutige Zeit. Auto-Aiming. Also Lara Croft ist hier schon mal, finde ich, eine deutlich interessantere Frau, als sie es bisher war. Ja, sieht schnuckelig aus. Also da sieht man, sie ist zwar immer noch sexy, Ja, aber das aber. heißt nicht so übertrieben. Es wirkt halt auch nicht so, als wäre sie im Silikonland eingeschlafen. Sie wirkt irgendwie noch wie eine richtige Frau. Und im ersten Tomb Raider, was wir ja noch mal vorhin nochmal nachgeschlagen haben, was 1996 erschienen Aber ist. natürlich nie nachgeschlagen, das wissen wir als totale Fans. Und wir haben es beide gespielt damals, ne? Ja, Zu der also Zeit ich auch, war als es rauskam. totaler Tomb Raider-Fan. Also, Ich den ersten Teil weiß. habe ich gefeiert. Boah, habe ich den gefeiert. Zweiten Teil fand ich gut. Dritten Teil habe ich abgeschlossen nach einer Pause und dann habe ich Tomb Raider nicht mehr angefasst. Also ich habe es dann mit dem ersten Teil, habe ich glaube ich dann aufgehört, das Spiel zu spielen. Ich finde den ersten Teil cool. Ja, das war ja war mal was Neues. Grafik war auch sehr stark für die War Zeit. richtig Hammer. Aber dann war ich auch durch mit dem Thema. Also du weißt ja, ich bin überhaupt kein großer Tomb Raider-Fan und ich würde es auch nie wieder spielen. Ja, aber umso witziger finde ich das ja, dass ich dann in dem Sinne so den Fan, sage ich mal, so ein bisschen vertrete hierbei. Und du eher so den Skeptiker, was die alten Teile angeht, wollen wir es mal so ausdrücken. Hater wollte ich dich jetzt nicht nennen, das Ja, wäre nee, ja es auch war echt einfach nicht übertrieben. meine War Art einfach von nicht so dein Gameplay. Ding, ja. Ja, genau. Also das, gerade in den alten Teilen war die Grafik ja noch teilweise ziemlich scheiße. Und dann war es manchmal schwer zu finden, rauszufinden, welchen Vorsprung muss ich jetzt hier nehmen, um weiterzukommen. Das hat mich manchmal ein bisschen genervt. Dass man dann da ewig auf der Suche war nach dem grauen Pixel, der einen Ja. weiterbringt. Ja, es konnte schon ziemlich frustig sein, auch teilweise. Also Ja, und ich hatte nicht die Geduld zu dem Zeitpunkt, um ehrlich zu sein, um das. Okay. Kommen wir irgendwie hoch? Ja, also umso mehr verwundert es mich, wie sehr mir der Teil gefällt. Also, was ich so drüber gehört habe, hat es mich halt interessiert. Und ich bereue es nicht. Das Spiel gefällt mir sehr gut. Ja, also ich habe ja völlig verschiedenste Sachen drüber gelesen. Ne? Also die einen sagen halt Sisyphaller, die anderen sagen, es ist genau richtig und genau richtig, dass es so gemacht wurde. Kann jetzt nicht viel zu sagen, aber was ich erstmal direkt sagen kann, ich finde, es sieht hammer aus. Es sieht richtig schön aus. Wir spielen es hier, glaube ich, sogar gerade nur auf Medium. Ja, Ne? richtig. Wir Irgendwie haben so, also es so. ist noch nicht mal voll aufgedreht. Und ich finde, selbst da sieht es noch sehr, sehr schön aus. Ich finde es auch echt sehr ansprechend. Trotzdem leider ab und zu mal. Guck mal darüber. Irgendwie.
jetzt. Was ist denn hier, ohne vielleicht zu viel von einer Story zu verraten, was ist denn jetzt gerade dein Anliegen? Gefällt mir richtig gut übrigens. Also, dass du hier Eier anfassen kannst. Also wir retten jetzt gerade quasi einen gestrandeten Piloten oder zumindest jemanden, der mit dem Flugzeug eigentlich uns retten wollte. Okay. Und dann aus Gründen, die ich nicht näher erwähnen werde, zum Absturz gebracht wurde. Die Story, so viel wie ich sie bislang verstanden, so sehr wie ich sie bisher verstanden habe, ist sehr stark an Lost angelehnt. Also ich krieg auf jeden Fall voll den Lost-Vibe. Und deswegen lese ich mir auch alles durch. Ich lese mir alles durch. Und du findest, du hast so viele Collectibles, du findest immer wieder mal auch irgendwelche Tagebücher. Ja, das Buch haben ja auch die Lostmacher geschrieben. Das war jetzt rein gelogen, aber. Aber du findest halt viele Tagebucheinträge und ich lese mir jeden durch, beziehungsweise ich lasse mir sogar jeden vorlesen. Also ich finde die sehr interessant. Das sind alle vertont, also. Also ich kann in Faulheitsmodus übergehen und mir die Dinger voll anhören. Absolut. Okay. Und ja, dann würde ich es mir sowieso, also. Ich finde sie echt gut geschrieben. Du spielst es jetzt gerade auf Englisch, ne? Nee, ich spiel's auf Deutsch. Du spielst auf Deutsch. Genau. Aber was sie auch haben, das kennt man jetzt fast aus jedem Spiel irgendwie, haben sie hier diesen Detektivmodus, wie man ihn von Batman kennt. Oder bei Dead Space hast du eine Linie. Oder bei anderen Spielen hast du eben auch so etwas. Bei Assassin's Creed hast du die Eagle Vision. Genau. Und in diesem Modus hast du halt auch hier wieder so einen kleinen Cheat eingebaut, dass du halt in etwa siehst, was hier so Points of Interest sind. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier oben, dass wir an diesen Seilen können wir diesen Bogen benutzen, um uns einen Weg zu bahnen. Ah ja. Das ist eine Fähigkeit, die ich erst seit kurzem bekommen habe und die macht mir schon ziemlich viel Spaß. Ja, und was wir gerade schon mal im Off angesprochen hatten, zu dieser Perspektive. Richtig. Sobald man sich bewegt, wird die halt automatisch abgeschaltet. Und das ist genau die richtige Balance, finde ich. So muss das sein. Das nervt nämlich bei Batman, man geht in Detektivmodus und man bleibt halt im Detektivmodus, bis man irgendwann drüber stolpert, dass ich schon wieder 10 Minuten im Detektivmodus bin. Richtig, und das sieht halt scheiße aus, aber ja, es funktioniert halt. Das ist, genau. Und so guckt sich mal um und dann weiß man, da soll ich hin und dann bewegt man sich und das Spiel ist auch wieder hübsch. Eine Kritik, die ich schon mal anbringen will, ist, es gibt viel zu viel Munition. Du kannst sogar Sachen ausbauen wie Munitionsmengen, die du mittragen kannst und dergleichen. Dann denkt man sich, okay, da will ich mal sparsam umgehen. Bei jedem Kampf, den du hast, findest du an der ersten, du hast ja ein Cover-System, bei der ersten Cover findest du immer im Grunde direkt einfach eine Munitionskiste. Okay. Die dich mehr oder weniger wieder voll macht. Also, und die füllt dann auch alles auf, so Universal-Munition? Ich hab nicht drauf geachtet, weil ich irgendwann aufgehört habe, drauf zu schauen, weil es keinen Zweck hat. Also man hat einfach unendlich Munition. Vielleicht wird es ja noch schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon einiges verpasst habe, aber ich will ja mal ein bisschen vorankommen. Ich habe das Gefühl, Lara muss da rüber. Story ist cool. Deutsche Synchro. Auch stark. Ja. Auf jeden Fall. Nee, also gerade was die Synchro angeht, habe ich mir so ein paar Vergleiche angeguckt, Deutsch-Englisch, ein Direktvergleich. Ja. Und da auch dann so bei den Stimmen der Kommentatoren, sage ich mal, auch viele, die gesagt haben, ach nee, ich finde das Deutsch fand ich tatsächlich sogar besser. Na, also ich würde jetzt nicht sagen besser, aber ich finde sie auf jeden Fall auch super. Ich kann es nicht vergleichen. Na, du kennst meine Tendenz, ich würde es eher, ich würde es lieber auf Englisch spielen. Klar. Aber ich wusste ja, dass wir hier mal ein Video machen. Das ist hier nur eine epische Szene, die müssen wir gar nicht unbedingt abbrechen. Ja, cool, das passt ja, das Spiel... Aber wir spielen nicht in 1080p, ne? Das ist 720p. Genau. Mhm. Aber das Spiel macht gut mit. Wir können nämlich jetzt mal einen Fähigkeitenpunkt... Ach nee, dafür brauchen wir nämlich ein Lager. Du hast eine Karte offensichtlich. Also es ist eine gute Mischung aus linearem Level-Design, aber trotzdem der Freiheit, dass du doch recht viel erkunden kannst. Und eine große Karte hast. Es macht auch Sinn, mal wieder zurückzugehen, weil du hast immer mal wieder irgendwelche Collectibles, die du noch nicht erreichen kannst, weil du noch nicht das Gadget hast. Woody, okay. Dieses alte Zelda-Prinzip. Ja, geil. Und immer, das ist geil. Immer geil. Immer. Und an diesen Zelten kannst du halt, vielleicht können wir es auch gleich nochmal reden. Das ist für mich unterm Strich eigentlich auch der einzige Grund, nochmal Darksiders zu spielen, weil ich auch da nochmal Bock auf dieses Zelda-mäßige... Wobei der zweite Teil, ich fand ihn immer noch gut, aber es war nicht der Hammer. Vielleicht ist es auch mal eine Sache für Zock oder Flop. Mhm. aber Darksiders 1 vor allem und der zweite auch, auf jeden Fall anständig. Auf jeden Fall für Zelda-Fans ein Muss. Fast. Hier haben wir die Signalfackel. Ja, und das Coole ist, du hast eben auch ein Quick-Reise-System, ne, mit diesen Zelten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man diese Schnellreise auch nur nutzen, wenn man auch selber an einem Zelt ist. Achso, also man kann sie jetzt nicht von überall einfach beamen. Nicht Fallout-Style? Ja.
Aber bei Fallout hat es mich auch nie gestört. Das heißt, okay, in dieser riesigen Welt. Am Anfang fand ich, hat es mich ein bisschen aus der Sache rausgezogen. Ja, aber ich habe mich dann schnell dran gewöhnt. Ja. Kann man den anzünden? Weil du zündest auch links und rechts immer mal wieder. Ach, Lara, die Brandstifterin. Oh, das ist das Power-Up. Ich habe alle möglichen Power-Ups gefunden. Bessere Waffe, schnelleres Nachladen. Feuer sieht gut aus. Und so weiter, ne? Aber das Upgrade, über das ich mich am meisten gefreut habe, war diese Fackel. Weil bis dahin, weil du musst immer wieder mal Sachen anzünden. Okay. Ja. Und ich rede einfach mal drüber. Okay. Weil das, ja, wir wollen ja nicht so viel spoilern von der Story. Vielleicht hört man es dann nicht so gut. Es gibt immer wieder Sachen, die du anzünden musst. Und die Fackel geht relativ schnell aus. Das heißt, wenn du den Bogen equippst, ist die Fackel aus. Oder wenn du halt irgendwo mal runterfällst oder so eine Rolle machen musst, kann es sein, dass die Fackel aus ist. Okay. Und dann musst du vielleicht wieder 10 Meter, das ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht mal ein paar Sekunden zurückrennen, um wieder eine Fackel anzuzünden. Okay. Und das nervt ein bisschen. Und jetzt hat sie halt eine Fackel gefunden, die du selber entzünden kannst. Sehr gut. Also an alle, die am Anfang quasi ein bisschen die vollautomatische Fackel. Ich könnte mir vorstellen, dass am Anfang viele kotzen, aber wenn sie das vielleicht schon mal gesehen haben, diesen da kleinen Spoiler. Spielt weiter. Es wird besser. Das Fackel-Gameplay völlig revolutioniert. Ja, und in diesem Lager kannst du dann halt deine Fähigkeiten ausbauen. Das ist ganz cool, du hast hier 3 Bäume bislang. Am Anfang waren es nur 2, jetzt sind es 3. Okay, nicht, vielleicht kommt da ja noch was. Genau. Mhm. Und dann kannst du halt verschiedene Sachen ausbauen. Gewichtheber, mehr Munition mitnehmen. Okay. Lachhaft, aber da war noch was anderes. Was haben wir hier? Schalten sie ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erlangen. Weil du bekommst, das sehen wir gleich, du sammelst Ressourcen ein, mit denen du halt deine Waffen ausbauen kannst. Mhm. Und Feinde geben eben auch diese Form von Belohnung. Können wir hier was machen? Plünderung, zack. Schnelleres Klettern, warum nicht? Hartlandung B und ja, das hat mich richtig gestört bisher, dass du so langsam geklettert bist. Ich kann das natürlich jetzt nicht so beurteilen. Das ging eigentlich ziemlich fix, muss ich sagen, ja. Ja, und hier kannst du dann halt ein Equipment, wie nennen sie das, wie teuer, man sieht das gerade leider nicht, das ist nicht Treibgut, das ist ein anderes Gut, das man einsammelt. Aber es ist tatsächlich nur eine einzige Ressource. Achso, okay. Und mit der kannst du halt deine Waffen verbessern, Nachladezeit, wie viel Magazin ausfällt. Bergungsgut, da haben wir's. Ja. Und ja, das generell, sammelt ja auch XP, ne? Oder? Richtig. Da kriegt man dann eben diesen Fähigkeitspunkt, genau, den man setzen kann. Was auch ganz witzig ist, vielleicht sehen wir das gleich mal, man sammelt auch, wie das so für einen Archäologe sich gehört, oder eine Archäologin. Ja, oder im Werden. Dass man... Also sie ist ja schon auf dem Trip, ne? Sie war ja auf dieser Expedition. Ach ja, stimmt, sie ist bloß halt einfach noch nicht die knallharte gestandene Frau. Okay, jetzt geht's los, Hoffi. Wo müssen wir hin? Bist du jetzt hier wirklich gerade mal so Sidequest-mäßig unterwegs, so ans klassische Tomb Raider-Gameplay angelehnt? Nee, da sprichst du zwar was an, aber ich glaube, das ist hier die Hauptmission. Okay. Das sehen wir hier an diesem kleinen Questmarker. Aber du hast recht, das haben sie echt cool gemacht. Es gibt halt immer noch optionale Gräber. Die heißen auch optionales Grab. Und da hast du halt auch nochmal diesen klassischen Tomb Raider-Effekt. Keine Gegner. Mhm. Rätsel lösen, Kletterrätsel. Gibt's auch ab und zu mal Fledermäuse, die man da schießt? Nee, bislang habe ich da noch gar keine Art. Aber Ratten! Gar keine Art von Gegner gefunden. Ich spiele mit Gamepad. Genau, aber das ist ja jetzt erstmal für mich. Gamepad, hoffe ich. Der größte Unterschied, du zielst jetzt von Hand. Im Vergleich zu den alten Teilen, richtig, wo das ja alles durch so Auto-Aiming war. Und zu meiner positiven Überraschung habe ich auch nichts irgendwie gefunden, dass man da eine Zielhilfe ausmachen müsste, die aktiviert wäre. Also da scheint eine Zielhilfe abgesehen worden zu sein. Okay, können wir jetzt natürlich nicht abschätzen, ob es wirklich bei den Konsolen auch so ist. Aber in der Regel ist das 1:1, ne? Ist ja auch, genau, ein Port. Genau. Ja, man findet dann eben auch Relikte, die ganz interessant sind, die man so ein bisschen untersuchen kann. Okay. Sie erzählt so ein bisschen was, oh, das ist irgendwie aus der Ming-Dynastie oder bla bla bla. Also da liege ich wahrscheinlich völlig falsch mit der Ming-Dynastie, aber ich sag's einfach mal. Das sind die Ming! Captain Jessup? Und was wollte ich sagen? Da muss man die so ein bisschen zurechtdrehen, hat so ein kleines Feedback vom Rütteln des Controllers. Okay. Und wenn man die richtige Position hat, dann erzählt sie halt noch ein bisschen mehr drüber. Das ist immer interessant irgendwie. Ich find's, also ich bin... Spoiler-Alert! Weiter! Ist nichts passiert. Hardcore. Ich liebe Spiele, wo man einfach Story skippen kann. Gerade wenn man das zweite und dritte und hundertste Mal durchspielt. Boah, jeder, der Max Payne 3 gespielt hat. Was ist denn hier ab?
Kannst du das irgendwie skippen? Noch nicht. Ist in-game. Oh, das hast du auch immer wieder mal. Also das muss man auch vielleicht, oder kann man kritisieren, die ersten 1-2 Stunden fast, sind wie ein langgezogenes Intro mit Quicktime-Events. Wie diese Art. Viele Cutscenes. Also man braucht ein Weilchen, bis man mal richtig loslegen kann. Mhm. Aber es ist nicht so schlimm, finde ich, dass man das Spiel dafür knocken müsste. Ja, ich habe ihn verstanden, wie er jetzt redet. Können wir das abbrechen? Sieht nicht so aus. Aber was ist denn hier bitte vorgefallen? Keine Ahnung, ich glaube. Also ist das. Also Tomb Raider wirkt jetzt gerade auf mich Dead Space-mäßiger als Dead Space. Die sind alle natürlichen Todes gestorben, hoffe ich. Und der Drache? Also irgendwas macht da richtig Rabatz. Und die sind auch gut verletzt. Ich gehe mal hier lang. Ach, durch deinen Sturz gerade. Ja. Ja, also das ist ganz cool. Also das ist recht authentisch. Sie nimmt eine Menge Schaden und Rückschläge in Kauf. Bislang schon. Ah. Da haben wir unser The Descent. Oder wie heißt es? Ambrosia, The Dark Descent. Wie heißt das nochmal? Dieses fucking Survival-Spiel. Ach so, Amnesia. Amnesia, okay. Richtig. Weil das sieht nicht so aus, als würden wir gegen den kämpfen. Obwohl ich bin persönlich ein bisschen überrascht, dass ich da jetzt so eine fantasy-mäßige Kreatur gerade gesehen hatte. Ich dachte, das wäre jetzt hier ein bisschen. Ich sag dir, die Story. Ständiger, okay. Jetzt verstehe ich auch die Lost-Andeutung, also es scheint ein bisschen mehr. Also es geht schon fast ein bisschen weit mit den Lost-Anlehnungen, finde ich. Also jeder Lost-Schauer wird sich ja sofort aufgehoben fühlen. Boah, also jetzt wird das Spiel ja langsam für mich zu einem Zock. Und das. also langsam überzeugt mich unser eigenes Format. Ich weiß nicht, ob wir es hören können, ob man es hören konnte bislang, aber ich glaube, man hört da schon eine Tendenz raus. Ja. Ja, es hat halt viele Elemente, also RPG ohne Shotgun, neue Waffe. Ja, so, okay, so einer der größeren Kritikpunkte, die ich jetzt immer wieder gehört habe. Ja, da bin ich mal gespannt. Erstmal deine Meinung zuhören. Also es soll ja, Lara wird ja uns da schon erstmal als kleines Opfermädchen vorgestellt, ne, die halt irgendwie in den Zwischensequenzen, hör auf zu reden, Lara, du bringst dich ja völlig durcheinander, darüber jammert, dass sie jemanden umbringen musste oder jetzt jemanden umgebracht hat und so. Richtig. Und, aber sie soll halt im Laufe ihres Abenteuers da halt massenweise Leute wegpusten und das soll sich halt teilweise ziemlich widersprechen. So. Genau. Und kannst du bestätigen, oder? Kritik ist fair, auf jeden Fall. Sie wird recht schnell genau vom... Aber man hat eine Ausweichmechanik. Man kann dort schon. Ja, man kann, könnte es vielleicht. Okay. Vielleicht. Ich hab zu früh gedrückt. Jetzt habt ihr gesehen, wie man nicht dodgt. Ich habe nämlich irgendeine Fähigkeit freigeschaltet, mit der ich das kontern kann. Irgendwie. Und hier Sterbesequenzen, da soll es ja auch ganz, ganz viel geben, habe ich gehört. Ne? Also die Art und Weise, in der Lara drauf gehen kann, soll doch sehr vielseitig sein. Ich habe das Dodgen erstmal ad acta gelegt und nehme den Gewinnknopf. Nachladen wäre fast mal eine Idee gewesen. Hätte ich erstmal vielleicht die Zeit gehabt. Ich habe nur noch 2 Schüsse. Ah. 2 Gegner. Also es ist blutiger, als ich es erwartet hatte. Ist so ein bisschen dieses Comic-Blut. Ja, also genau. Ich mag's. Okay, ich cool. Genau, so ein bisschen over the top. Die Zockerzone mag Blut. Ja. Das erinnert mich auch schon wieder so an Japano-Style, irgendwie Sachen, die ins Bild geploppt kommen. Also das Blut gefällt mir. Ja, richtig. Mich fällt gerade nicht ein, mit welchem Spiel könnte man... Dieses Blut kenne ich, aber ich kann es gerade keinem Spiel zuordnen. Diesen Blut-Splatter-Effekt. Ja, aber hast du gesehen, man kann auch wieder Gegner looten, kriegt dadurch wieder seine... Ne? Mhm. Seine Güter. Seine Bergungsgut. Güte. Bergungsgut. Und, oh, hier ist eine Munitionskiste. Gott sei Dank, du warst doch schon fast alle. 4 Waffen hast du bei dir, richtig? Richtig, also vorhin waren es noch 3, jetzt habe ich das scheinbar das Maximum erreicht. Also wir haben hier schon mal, was können wir benutzen? Wir können das Teil benutzen. Wie ist das mit Leben? Regeneriert sich das von alleine? Ja, ja, oder? Das wird ja auch kritisiert, okay. Verständlicherweise. Ich find's okay, also ich habe da keine Meinung richtig zu.
Ich finde es nicht schlimm genug, um es zu kritisieren zu wollen. Ich finde es jetzt im ersten Moment, mittlerweile habe ich mich einfach so an dieses Auto-Leben für die Generation, habe ich mich einfach so gewöhnt. Ne? Selbst in Rollenspielen, vieles, ich weiß ja jetzt, wenn ich jetzt an meine letzte MMO-Erfahrung, Guild Wars denke, finde ich es einfach eine super Sache, dass der Kampf zu Ende ist und das Leben geht voll. Ja. Nicht diese Scheiße WoW-mäßig, ich setze mich hin, trinke ein bisschen Wasser, um mein Mana zu recken, wie auch immer. Spiel wird unterbrochen und man wird wieder rausgerissen aus dem Spiel quasi, genau, um Helden zu suchen. Einfach nur, um das Spiel zu strecken. Machen wir uns doch nichts vor, das ist einfach alles strecken, damit ein MMO natürlich auch länger funktioniert. Da. Ja, da bin ich bin ich deiner Meinung. Und gerade, ich muss sagen, ich, wie gesagt, ich bin ja MMO-Fan, aber jetzt gerade Guild Wars, seit Guild Wars konnte ich kein klassisches mehr spielen. Nie wieder. Ja, Guild Wars muss ich auch mal wieder anwerfen, dazu bin ich jetzt gar nicht mehr gekommen. Ja, also die mein letzten... Account wartet auf dich. Ich warte nur, dass der Storms online geht. Ja, aber erst, wenn du mit mir Smite spielst. Und zwar in gleichen Teilen. Nee, dann spielen wir wohl alleine Guild Wars oder alleine Smite. Ach, aber wir können zusammen reden. Während wir Smite und Guild Wars spielen. Genau. Was macht Lara da überhaupt, um mal wieder zum Thema zurückzufinden? Ja, also wir versuchen erstmal gerade nicht zu sterben. Ja, was ich ja eben gerade im Off schon sagte, was ich euch auch nicht vorenthalten will, mich hat das Ganze jetzt schon eher, sag ich mal, an einen Uncharted erinnert. Wird oft verglichen und da würde ich zustimmen, nur dass ich es besser, also ich persönlich finde es besser als Uncharted. Ich bin ja sowieso nicht so der Uncharted-Fan. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, weil es sieht schick aus, es sah immer super schick aus für Play-the-Verhältnisse, echt hübsch. Ja, kann man echt nicht meckern. Ne? Und war halt auf jeden Fall auch besser als alles, was an Tomb Raider so in letzter... Ja, alles, was seit Tomb Raider 1 quasi gab, war es besser, würde ich schon sagen. Ich bin gerade verloren, hoffe ich. Keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Kann ich mich hier nicht fest... Ach doch, er hat es nicht genommen. Ja. Ich bin auch dumm gesprungen. Das gerade an Schaden hast du ja auch alle Teile gespielt, ne? Richtig. Und auch dann im Local Co-op. Ach ja, mit Wilmi? Mit Wilmi, genau. Oh. Schöne Grüße an Wilm, der guckt natürlich nur jede Folge, deswegen glaube ich, grüße mich kurz an. Gegner-Typ, da hätte ich das Special. Oh, ich bin gerade völlig drin, sorry. Wilm werde ich persönlich nehmen, dass du mich grüßt. Ausweichen, Y, irgendwas machen und dann. BÄM! Boing! Ja. Oh, der hält aber auch schon einen Schuss aus, nicht einen Headshot. Aber Gunplay macht Spaß und du hast so kleine... Das, obwohl du gerade mit einer Pump-Action rumläufst. Ich bin völlig... Moves. Was ist los? Wo ist der Schrotflintenhasser, den ich kennen und lieben gehasst? Sobald ich ein Gamepad in der Hand habe, nehme ich das in Kauf. Der Weg hier raus, ja, das ist schon was anderes. Ne? Mit einem Controller mit einer Pump-Action rumballern oder mit Maus. Ne? Mit Maus fühlt sich das halt, gebe ich dir recht, das fühlt sich wirklich an, als wenn man... Ja, FMG Akimbo. Easy Mode. Aber trotzdem, die Hitboxes sind echt fair. Es macht Spaß, sie wegzuknalzen. Weil man Headshots kriegt man auch einigermaßen gut hin. Bidding. Man kann auch stealthen, ne? Man kann mit seinem Bogen auch Leute ablenken, sodass sie irgendwo hingehen, so wie der Stein bei Far Cry 3. Mhm. Nur dass man nicht unendlich davon hat. Wobei tatsächlich hat man fast unendlich viele Pfeile. Was sagst du generell zu dieser Bogenentwicklung, dass jetzt in letzter Zeit immer mehr Bögen auftauchen? Grundsätzlich bin ich ja riesiger Bogenfan. Ich habe aber irgendwie noch kein Spiel erwischt, wo ich sagen würde, das geil, ist eine coole Bogenmechanik. Ja, genau. Also wie gesagt, ein Bogen ist generell einfach eine tolle Waffe, irgendwie, ob es nun so ein futuristischer wie bei Crysis ist oder so, ne? Oder klassisch, scheißegal, Bogen ist einfach cool. Aber wenn, dann will ich da auch irgendwie was dem Bogen besonders macht. Und zwar irgendwie so die Flugbahn, weiß ich und nicht. Und schau dir mal an, was Lara Croft mit einer von einer Flugbahn hält. Das ist halt eine Kugel. Das ist einfach ein Schuss. Ne, das ist halt ein Scharfschussgewehr. So, das ist es, genau. Ne, Einzelschussgewehr aus Lara Croft in The Guardian of Light, wer es noch kennt. Nur für die Fans. Mega Einzelschussgewehr. Ziehen wir den mal ran, mal gucken, ob das reicht. Mit dem Gegenwind. Aber ach ja, das ist. Es gibt so ein paar coole Timing-Puzzles. Ich weiß nicht, ob das hier auch wieder der Fall ist. Spukt das hier eigentlich oder ist es nur ein bisschen zugig? Das ist recht zugig, aber schau mal, unser Ziel hat nicht gereicht. Denk mal, wir müssen diese Glocke zum Läuten bringen, dass sie runterfällt. Die ist aus Jade, das erkenne ich doch sofort. Aus der Ming-Dynastie? Das ist die Jade-Glocke aus der Ming-Dynastie. Und hier sehen wir auch mal unsere Allzweck-Axt in Einsatz. Allzweck-Axt? Ja, die setzt du immer als Hebel ein, dann setzt du sie immer als Axt ein. Okay, müssen wir es jetzt anstupsen? Falsche Taste. Aber ich finde es jetzt sehr witzig, dass er im Grunde dieses
die ganze Szenerie und zwar dieses ganze Klappern und so eigentlich schon so das Rätsels Lösung ist. So, dass da jetzt so Wind weht, wie man sich ja jetzt hier im Grunde zu eigen macht. Finde ich ganz toll. Ich hatte es auch schon mal. Also ich hatte dieses Gameplay-Element hatte schon mal. Okay, daher kann es also ich fand das jetzt zumindest so in sich ein sehr schlüssiges Rätsel. Ja, und diesen, mir machen die alle Spaß bislang. Also. No shit. Ach, wir müssen beide Seiten moschen. Ach, das Ding bleibt auch offen. Okay. Weil ich hatte vorhin, oder gestern, als ich gespielt habe, war ich in so einer optionalen Grotte. Die haben wir vorhin, haben wir in den Eingang am Anfang des Videos mal kurz gesehen. Und da bin ich halt nicht reingegangen, weil das schon gelöst war und alles. Mhm. Wir wollten ja mal loslegen. Und da war eben auch dieses Rätsel drin mit diesem Windklappen. Und da musste man das aber teilen mit einer Wippe. Ziemlich fett. Ach so, falsche Richtung, aber man hat ja hier nochmal eine Chance. Komm, Lara! Das dürfte es gewesen sein mit ein bisschen... Nein. Hm. Ich das vielleicht schon, wenn ich aber nur kräftig den falschen Move mache. Instinktiv hat der Stones ja gerade mit dem Bogen ein bisschen vorgehalten, wie es auch in einem professionellen nein, ich habe versagt. Würde. Ich habe versagt, hoffe ich. Aber nein, da öffne. Ich krieg's nicht hin. Der hat zu viel Schwung nach hinten. Also bitte auch nochmal in die Kommentare. Also findet ihr Bögen auch so toll wie wir? Und wenn, wünscht ihr sie euch ein bisschen realistischer wie wir? Oder seid ihr, wenn sie so den Skin hat eines Bogens, seid ihr denn schon glücklich? Ja, bin ich gespannt. Ja? Ich bin gespannt, aber ich glaube, ich habe den Grund gefunden. Wir haben zwei Winde, die pusten. Man kann die wieder doppelte Windpower. Ich hoffe, das geht. Jawohl. Hätte mir mal früher jemand sagen können. Nee, das ist doch dein Rätsel. Du wusstest es schon längst, ne? Ja. Du Ratte. Ich dachte, ich so schätze ich dich ein. Deswegen habe ich dir auch nochmal den Cent, den Tipp mit dem Wind gegeben. War zu dezent, ne? War zu subtil. Du legst mich rein gerade. Natürlich. Ne? Oh, danke. Nee, machst du alles super. Das und deshalb. Wo ist deine Warnung, dass Gegner kommen? Ja, ich war noch im Loben beschäftigt. Alter Schwede, was ist denn hier los? Hat er geworfen oder geschossen? Was hat er gemacht? Ich habe ihn abgeschossen, aber er hat nicht reagiert. Hat er eine Rüstung angehabt? Der hatte eine richtig dicke, fette Rüstung. Ah, netter Safe-Punkt, das ist gut. Nimm den Granatwerfer. Ja, ich wollte genau den Gedanken nicht auf. Das ist normal, okay? Der hier, guck dir an. Die Ritterrüstung. Dann schießen wir auf die Beine. Hinten am Rücken oder an den Armen sieht er empfindlich aus. Kann ich ihm ausweichen? Was ist an den Armen? Ich wollte mit Viereck angreifen, beziehungsweise mit X. A la Batman. Und dann darf ich nicht schießen. Ah! Ach, der lebt sogar noch. Das ist ein neuer. Die vermehren sich. Ich muss nachladen. Und das jetzt hier spielt auf Mallorca oder welche denn will ich das? Ich spiele auf schwer übrigens. Ach, er hat an der Kurbel gedreht. Also ich habe an der Kurbel gedreht. Ja, okay, aber jetzt wird es langsam spannender, weil bislang wäre fast eine Kritik von mir gewesen, dass es vielleicht ein bisschen zu leicht ist. Das habe ich auch mehrfach gelesen. Also es wird empfohlen, dass man wohl tatsächlich auch als normaler Spieler direkt auf Hard spielt. Ja, genau. Weil wohl bis auf zwei, drei Ausnahmestellen soll es halt wirklich zu Pipifax sein auf normal. Boah, ich bin gerade voll drin, Digga. Schön, ja. Aber es sieht auch gut aus. Also sieht spaßig aus. Ich muss den kleinen Typ. Ja! Macht acht! Macht richtig Laune, ey. Oh, da kommt ja noch eine ganze Armee. Und Lara macht sie alle kaputt. Gefällt. Ja, ich sehe auch diesen Nahkampf nicht zum ersten Mal. Ich hätte ihn schon ausgebaut, ich hätte aber keine Gelegenheit, ihn anzuwenden. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Scheiße, sie muss hier raus. Also diese Sprache missbilligt die Zockerzone. Wir sind keine Freunde des ungepflegten Wortes. Ja, das kann man auch ein bisschen kindgerecht ausdrücken. Kaka, ich muss hier raus. Fackel, irgendwie sowas in der Richtung. Fackel. Wir wollten beide aufmachen, ne? Wieso ist das denn wieder zugegangen? Ja, warum bin ich jetzt zugeklappt? Heftig! Jetzt wird's ja hier alles auseinander, ey. Das sieht ja aus wie so ein Tor zur Hölle geöffnet hier, oder was? Ja, hat was von Devil May Cry, irgendwie so Höllentor. Style. Aber finde ich cool, wie die Kulisse hier wirklich auseinanderbockt, ey. Ich bin angetan. Mein Gamepad vibriert wie nix, ey. Das
Ja, das vibriert bis hierhin. Also ich spüre das auch. Du wackelst mit. Okay, weiter geht's. Das war das Vibrieren des Gamepads, weil es so stark war. Danke, dass du es nochmal erklärt hast. Oh nein, was ist denn hier los? Eisengolem. Ja, du hast es ja vorhin schon zurecht mit Uncharted in Verbindung gebracht. Ja, genau das. Nämlich jetzt, glaube ich, gerade an Uncharted 2, da die Eröffnungssequenz, wo du durch den Zug irgendwie hochklettert. Ne? Ja, genau. Das war auch ziemlich fett. Ja, war ein cooler Einstieg in den Game. Aber ich fand gerade die... die Slow-Mos finde ich gerade manchmal ganz spaßig. Ich weiß nicht genau, wo lang ich soll. Ist deine Faust dann gerade gegen alle Regeln der Schwerkraft da hochgerollt, die Wand? Das werde ich mir im Gameplay nochmal angucken. Hochgebummelt worden durch die Vibration. Ich bin gestorben, Hoffi. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, ist es dir nicht aufgefallen. Ich hätte es nicht sagen sollen, Mann. Immer wieder. Kuckuckuck. Weiter geht's. Das kennt doch wieder gar keiner. Zu Recht. Das ist ja, also wie ich auch erst im Nachhinein festgestellt habe, Community läuft wohl auf Pro7. Und dementsprechend ist ja wohl die Chance, dass das jemand kennt, doch relativ hoch. Meinst du, es läuft gut? Das weiß ich nicht. Ich finde die deutsche Synchro auch echt nicht so. Hast du es ja auf Englisch angeguckt ein bisschen? Teils. Also jetzt die letzten zwei Staffeln habe ich mir auf Englisch gegeben. Gute Idee, glaube ich. Das war nämlich meine Frage, genau, wie gut die Synchro ist auch von Community. Ist jetzt nicht so furchtbar schlecht, aber teilweise wirkt es doch schon irgendwie trashig. Ja, und solche Events hast du immer wieder mal. Du rutschst immer wieder mal irgendwo runter, musst irgendwelchen Sachen ausweichen. Bis jetzt geht's mir noch nicht auf den Sack. Und wenn das Spiel nur 5 Stunden Spielzeit hat, dann hat es gar nicht genug Zeit, um die auf den Sack zu machen. Hast du mal was von gehört? Von der Spielzeit? Ich glaube irgendwie 12 bis 15 Stunden oder so. Das hört sich gut an. Ich bin jetzt etwa bei 30%. Man soll es wohl auch mit 70% schon abschließen können. Gar keine Erklärung, wer ist. Leg das Handy weg! Ruhig jetzt! Akku leer! Also Leute, wir wollen euch wirklich nicht spoilern, aber Lara tut alles dafür. Wir reden einfach drüber, wie gekonnte Profis, die wir sind, ey. Pro-Style. Haben wir dich ausgelacht, Lara. Da hinten wollen wir hin. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was gezeigt. Ja, wie lange sind wir denn überhaupt unterwegs schon? Ja. Das ist eigentlich so die Länge, die wir angepeilt haben. Genau, wir können ja auf jeden Fall langsam mal so ein bisschen zu unserem spontanen Fazit hier kommen. Ja. Wir haben uns da noch gar nicht zurechtgelegt. Nee, nein, überhaupt nicht. Also, das Format ist wirklich vor 5 Minuten vor Aufnahmebeginn entstanden. Haben wir uns dafür entschieden, sowas zu machen. Und dementsprechend ad hoc ist hier alles. Ja, also für mich ganz klar Zock. Also ich werde es mir nochmal geben. Es ist zwar wirklich echt anders als das alte Lara. Richtig. Also wirklich anders. Aber dass es halt immerhin noch so Erkundungsmissionen gibt, wo ich das alte Feeling bekomme, ist alles geil. Und ja, dass das alte Prinzip halt nicht mehr sonderlich gut funktioniert hat, das haben ja nun unzählige Nachfolgetitel bewiesen. Ne? Also das war halt nicht mehr geil. Und wer sich das herbeiwünscht, der dann spielt doch die 10 Teile, die es da vorgibt. 10 sind es nicht, ich glaube 7 oder 6 oder so. Ja, Legends und... Ja, ne? Und ich weiß halt auch so jetzt hier, der liebe Tobi, einer unserer Abonnenten und Stammis und ganz lieber Kerl, da hat er mir Tomb Raider da das Paket mit Legend und Anniversary oder wie es heißt, zugeschickt. Und ich habe mir dann, dachte mir, oh ja, okay, dann installieren wir das Anniversary und kommen noch mal so ein bisschen in Flair vom ersten Teil. Ich habe das Spiel so furchtbar gefunden, das geht heute so gar nicht mehr. Also wenn wir das in einem Zock oder Not oder... das wäre ein Not, oder was? Das wäre ein Not, ey. Da... Nee, Flop ist es. Ist es ein Flop? Ja. Wir hatten mehrere Kandidaten für den Titel der Serie. ne, aber. Also, ich werde spielen. Du spielst es ja offensichtlich schon, aber du würdest es auch weiterspielen oder wirst es weiterspielen. Ich habe richtig Lust. Okay. Ja, es ist also, genau, für, wie du schon sagtest, für Tomb Raider Puristen ist es vielleicht ein Letdown. Für Freunde eines guten Spiels, sag ich mal. Ist es auf jeden Fall ein Must-Buy. Ne, also ich bin ja nicht der größte Fan von der Originalspielmechanik gewesen. Und deswegen ist das auch der Hauptgrund, warum mir das Spiel so gut gefällt. Weil es nicht ist wie Original Tomb Raider und die Nachfolger, sondern gut erwachsen geworden ist. Also viele bekannte Spielmechaniken eingebaut hat, die jeder mag. RPG-System, Schnellreise, was haben wir noch? War es das schon? Jetzt habe ich die Gegner am Hals. Boah!
die hauen. Ja, vor allem finde ich natürlich schön, so, wenn jetzt, sag ich mal, Reboot in dem Sinne erfolgreich ist, ne? Mhm. Da kann man sich ja vor allem dann auch wieder auf die Serie freuen, ne? Also jetzt, was weiß ich, wenn jetzt der Teil echt supi ist, ne, was spricht dagegen, dass dann auch Nachfolger wieder Spaß bringen? Ja, wenn sie auf diesen Spielmechaniken aufbauen, können sie meiner Meinung nach nichts falsch machen. Vielleicht noch ein bisschen mehr optionale Erkundungsgeschichten, damit dann halt wirklich auch so die letzten alten Veteranen da noch mehr zu tun haben in der Richtung. Da bin ich halt mal gespannt, wie viele noch kommen, weil bislang hatte ich gedacht, oh, das werden schwere Dinge. Mhm. Na, weil ich habe ein paar Videos gesehen von YouTubern, die ich gerne gucke. Ich sage jetzt erstmal keinen Namen. Die haben da bei dem einen... von der Joggerzone, die finde ich recht, relativ gut. Das ist ein englischsprachiger YouTuber und der hat da bei der einen Stelle sehr viele Probleme gehabt. Weil es halt immer schwer ist, wenn man am Kommentieren ist und dann Rätsel lösen soll. Das können wir nun. Und, aber er redet sich von Anfang an auch immer schon selber so ein Pech einfach an. Das heißt, er geht dann auch schnell auf und ist dann genervt und geht dann raus und ich dachte, oh, jetzt bin ich an der Stelle. Und das war halt sehr einfach. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt geht's los. Und dann war das Rätsel aber schon gelöst und dann war dieses optionale Grab im Grunde schon erledigt. Schon erledigt. Okay. Also die sind bislang, habe ich glaube ich 2 oder 3 gelöst und die waren alle sehr kurz. Also ich hoffe, da kommt noch ein bisschen, also nichts im Vergleich zu diesen geheimen Krypten bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel. Das ist schon schade, weil die fand ich jetzt auch nicht so groß oder so. Die waren ja teilweise, waren sie... War okay so, ne? Aber ich fand jetzt gerade im Vergleich zu dem... Ach da, du schießt ja hin und lenkst ihn ab. Sehr schön. Ja, genau. Ja, und... aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung zu dem Spiel. Habt ihr es vielleicht schon gespielt? Oder... Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Shepard, der hat schon durch, der ist schon im zweiten Run. Den schockt das richtig an. So viel habe ich schon mitbekommen. Und... Spricht für seinen Geschmack. Mhm. Abgesehen von so ein paar Skyrim-Ausrutsche. Holt es euch. Kauft es euch. Spricht eigentlich nichts dafür. Spricht nichts dagegen. Ich werde es mir auch noch holen. Und ich denke mal, ich werde da auch mal Spaß haben. Aber ich denke mal, ich werde es mir tatsächlich mal wieder für die Konsole holen, weil mein PC könnte hier wirklich schon zu schlecht sein, um dass ich das noch wirklich vernünftig spielen kann. Und es soll ja auch, die Konsolenumsetzungen sind ja auch super. Ne? Natürlich, detailmäßig ist der PC wieder vorne, ein bisschen schärfere Texturen, bla bla bla. Aber es soll halt auch auf den Konsolen wunderschön sein. Und was ich da bildmäßig bisher gesehen habe, sieht auch echt da wunderschön aus. Ich bin ja ein bisschen geschädigt, liegt dir mal in den Ohren. Ich bin ein großer Fan von Total Biscuit, diesem britischen WTF ist, also What the fuck ist, und dann stellt er diese Spiele vor, bin ich ein großer Fan von, schaue ich mir alles an. Und eine seiner Sachen, die er immer anspricht in seinen Videos, gerade bei PC-Ports, ist es ein anständiger PC-Port. Mhm. Und ich greife halt vor allem das auch auf, was ich von ihm gehört habe. So habe ich mir das angeguckt. Es ist ziemlich fett, was man an Grafik einstellen kann. Auch wenn das falsche Menü war. Grafikoption wäre es gewesen. Du hast halt wirklich alle Einstellungen, die du brauchst, die du von einem PC-Spiel erwartest. Mhm. Und das Ding ist, du kannst alles umstellen, wie du willst. Auflösung sowieso, aber auch die komplexeren Einstellungen. Und das Spiel geht sofort weiter. Du musst nicht das Spiel neu starten. Oder der muss nicht ein halbes Jahr lang rumladen, bis er die Grafik-Engine wieder geladen hat oder so. Ja, und mit Maus und Tastatur soll es ja auch gut spielbar sein, habe ich gehört. Also, also ich glaube, grundsätzlich, ich würde immer das Pad nehmen. Also wenn ich, sag mal, Fall, es funktioniert einfach echt astrein, auf schwer selbst. Also auch wenn ich teilweise nicht abgeschnitten habe. Aber es funktioniert einfach. Und das ist Covershooter. Das haben wir noch nicht angesprochen. Das sollte vielleicht noch eine Sache sein, die nicht untergehen sollte, wichtig in dem Spiel. Cover-System. Okay. Hast du, ist aber automatisch. Das heißt, sie geht immer an Objekte ran und sie geht dann nicht in Deckung. Oh ja. Okay. Auf halb. Funktioniert perfekt. Ach, vielleicht geht's nur, wenn Gegner in der Nähe sind. Flop. Ich kaufe mir doch. Du hast deine Meinung schnell geändert. Ja, toll, hast du das Spiel jetzt in den letzten Sekunden kaputt gemacht, den ganzen Zuschauer. Vielleicht ist das wirklich nur. Garantiert in den Bereichen, wo dann auch wirklich geskriptet Gegner auftauchen. Wo man es braucht, genau. Und es funktioniert bislang ganz gut. Okay, also man rennt wirklich nur drauf zu, sie geht dann automatisch dahinter. Und man kann dann aus der Deckung auch schießen. Ja, und kann sich auch wieder problemlos lösen, oder? Weil das hat man ja auch manchmal so bei Terminator Salvation, läuft einfach weiter. Weiß ich noch da. Achso, ja, man geht ja gar nicht fest rein, ne? Richtig, es lockt nicht rein. Ah, okay. Genau. Und das ist ganz gut gemacht. Ja, aber wollen wir uns jetzt hier mal lösen? Oder willst du da nochmal rüberspringen? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch ein Tod wert, oder? Ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Verabschieden wir uns auch schon mal und Lara kann sich dann auch nochmal mit einem Schrei gleich verabschieden, oder? Das ist was? Wie immer. Es ist eigentlich super du, simpel. Nee, warte, kannst du sie bitte mal irgendwo runterspringen lassen? Richtig hoch? Ob sie noch so schreit wie früher, weil das ist was ich als alter, klassischer Lara-Spieler eingebracht habe. Dieses, wenn sie dann abstürzt. Also gut, dass du das jetzt machen willst, weil, wie du siehst, sind wir hier einfach auf dem Mount Everest. Höher geht's ja gar nicht, ja. Deswegen, perfekt. So, Lara, also verabschiede dich.
Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst uns auch gerne eine Meinung zu dem Format. Ja, wollt ihr mehr davon sehen? Also wir haben schon eine richtig lange Liste an Sachen, die wir noch in diesem Format gerne näher unter die Lupe nehmen wollen. Nimm es! Wir haben jetzt mal angepeilt, einmal die Woche oder so, haben wir jetzt erstmal grob im Kopf. Da kann es immer noch Änderungen geben. Es kann mal mehr sein, es kann auch mal weniger sein. Wie es halt so kommt. Wenn es geht, mal aktuellere Sachen. Genau. Aber es muss nicht exklusiv ein aktueller Titel sein. Es könnten auch Sachen sein, die uns am Herzen liegen oder einfach, die wir einfach haben, wo wir eine Meinung zu haben. So sieht's aus. Hey, und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Zock oder Flop. Bis dann, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Lara.